الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf außer Allah. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein letzter Gesandter und Diener ist. Geehrte Geschwister, wir sind stehen geblieben bei dem Kapitel, was, wenn das Wasser übrig bleibt, beziehungsweise wenig ist, und davon ein Lebewesen trinkt, sei dieses Lebewesen ein Mensch oder ein Tier, dann gibt es verschiedene Unterteilungen, und das haben wir im letzten Unterricht detailliert besprochen: rein und reinigend, unrein. Rein aber verpönt, also man darf das benutzen, aber das ist verpönt zu benutzen, wenn man rein und reinigendes Wasser hat. Und viertens, übrig gebliebenes Wasser, wo Zweifel darüber liegt, ob es rein ist, ob es reinigend ist oder nicht. Und heute machen wir die Reinigung des Brunnens, wenn darin eine Unreinheit fällt. Das heißt, wie reinige ich einen Brunnen, wenn darin eine Unreinheit fällt? Und hier ist es sehr wichtig, und in dem Zusammenhang, wenn in den Brunnen eine Unreinheit fällt, selbst wenn es wenig ist, wird der Brunnen unrein. Und es ist auch verpflichtend, alles herauszuholen, was an Wasser sich darin befindet, und damit wird es rein. Was aber Wasserspeicher anbetrifft, es kann auch sein, dass Wasser bewahrt wird in Speichern. So ist es hier verpflichtend, wenn es unrein wird, dass das gesamte Wasser herausgeholt wird und ihre Waschung dreimal, bis es rein wird. Bis es rein wird. Und bezüglich den Brunnen, so müssen wir hier unterscheiden in diesem Kapitel, das ist sehr, sehr wichtig, da müssen wir unterscheiden zwischen wenig Wasser und viel Wasser. Wir haben ja darüber gesprochen, was viel Wasser bedeutet und was wenig Wasser bedeutet. Und in dem Madhab der Ahnaf, sie machen das anhand von Maßen. Anhand von Maßen. Das haben wir schon besprochen. Was das wenige Wasser anbetrifft, so wird es durch die bloße Berührung mit der Unreinheit unrein. Das ist im Madhab so. Das heißt, wenn wir dann zum Beispiel irgendwo Wasser haben, wo aufbewahrt wird, so wird es, wenn es wenig Wasser ist, sofort unrein mit der bloßen Berührung. Und wenn es halt viel Wasser ist, viel Wasser ist, dann bis die sozusagen der Spur der Unreinheit zu sehen ist. Bis die Spur der Unreinheit zu sehen ist. Das heißt Farbe, Geschmack oder Geruch. Und die erwähnten Regeln hier, weil die Regeln bezüglich Wasser und wann es unrein wird und wann es rein wird und so weiter, haben wir alles bereits besprochen. Hier sind die erwähnten Regeln bezüglich den Brunnen mit wenig Wasser. Brunnen mit wenig Wasser. Das heißt, anhand der Abmaße des Brunnens kann man dann beurteilen, ob das wenig Wasser ist oder viel Wasser ist. Und bitte nochmal dran, also nicht vergessen, wir reden jetzt über wenig Wasser. Es kann sein, dass in dem Brunnen, ein Tier fällt und darin stirbt. Da gibt es verschiedene Situationen, wie man dieses reinigt. Wenn im Brunnen ein Tier stirbt und aufgebläht oder aufgelöst ist, das heißt, wenn man jetzt zum Brunnen hinkommt und dann findet man ein totes Tier drin. Dieses Tier ist bereits aufgebläht oder das ist teilweise schon aufgelöst, und das hat damit zu tun, dass das Tier schon eine längere Zeit verweilt. So ist es verpflichtend, das gesamte Wasser, was darin sich befindet, herauszuholen. Also es wird unrein, das Wasser muss rausgeholt werden, selbst wenn das Tier klein oder groß ist, aufgrund der Verteilung der Unreinheit, weil die Unreinheit hat sich jetzt verteilt. Was machen wir aber, wenn das Tier darin stirbt und nicht aufgebläht oder aufgelöst ist? Das heißt zum Beispiel, das Tier ist reingefallen, ist gestorben, und dann kommt man dahin und sieht, okay, das Tier ist soeben reingefallen, das ist nicht aufgebläht und nicht aufgelöst. Der Brunnen ist zwar unrein,
Aber muss jetzt hier das gesamte Wasser herausgeholt werden? Ja, das ist jetzt hier die Frage und das ist, was wir jetzt detailliert besprechen wollen. Nochmal, also wir haben zwei Situationen. Entweder das Tier, also in beiden Fällen ist das Tier verstorben. In einer Situation, das Tier ist nicht aufgebläht und nicht aufgelöst. Da sprechen wir jetzt detailliert drüber, wie man das Wasser reinigt, den Brunnen reinigt. Und in der anderen Situation muss man das gesamte Wasser herausholen, weil es bereits eine längere Zeit aufgrund der Aufblähung, die man gesehen hat, schon drinnen verweilt. Erstens, wenn darin ein Mensch oder Hund oder Schaf und ähnliches in der Größe stirbt, dann ist das Herausholen des gesamten Wassers verpflichtend. Das heißt, hier machen Sie es jetzt abhängig von der Größe des Lebewesens, was hineinfällt. Also ein Mensch, ein Hund oder ein Schaf. Also ungefähr in dieser Größenordnung. Darin stirbt, dann ist das Herausholen des gesamten Wassers verpflichtend. Auch wenn es nicht aufgebläht oder aufgelöst ist. Weil es hat mit der Größe zu tun. Zweitens, wenn darin ein Tier stirbt, wie das Huhn oder Katze oder Taube, dann sagen Sie, sind 40 Eimer Wasser mittlerer Größe zur Reinigung des Brunnen herauszuholen. Zur Reinigung des Brunnen herauszuholen. Drittens, wenn darin ein Tier stirbt, wie ein Vogel oder eine Maus, ja, so kleinere Vögel, also kleiner als die Taube, oder eine Maus, dann sind 20 Eimer Wasser ausreichend. 20 Eimer Wasser sind dann hier ausreichend. Und noch einige Punkte, die wichtig sind in dem Zusammenhang. Maßgeblich, also wie ist die Reihenfolge? Die Reihenfolge ist, ich hole erst die Unreinheit, dann hole ich das Wasser heraus. Derjenige, der das Wasser zuerst rausholt und danach die Unreinheit, dann wird das nicht rein. Ja? Wenn er aber die verpflichtende Menge, die wir jetzt gerade beschrieben haben, entweder das gesamte Wasser oder 40 Eimer oder 20 Eimer Wasser, je nachdem, was hereinfällt, dann wird der Brunnen rein und die Innenwände des Brunnen werden auch dadurch automatisch rein. Ja? Dann wird auch der Eimer, das Seil und die Hand, die das Wasser herausholt, auch wird dann dadurch automatisch rein. Was auch wichtig ist, wenn der Brunnen tief ist, es gibt bestimmte Brunnen, die sind so tief. Das heißt, es gibt unten eine Quelle, die immer wieder neues Wasser nachschiebt. Und das Herausholen ihres gesamten Wassers erschwert wird. Das heißt, es kann sein, man weiß ganz genau, okay, hier passen 300 Liter Wasser rein. In diesen Brunnen. 300 Liter Wasser rein. Und man hat jetzt, man weiß genau, ganz genau, wie groß der Eimer ist. Und man hat nachgerechnet, man hat 300 Liter Wasser rausgeschöpft. Und man merkt immer noch, der Brunnen ist immer noch voll. Das deutet darauf hin, dass der Brunnen immer wieder Wasser, also sozusagen Nachschub bekommt. Und das erschwert natürlich die Reinigung. Wie handelt man hier? Dann sagen die Rechtsgelehrten, dann wird es rein, entsprechend der Menge, was darin an Wasser sich befindet. Das heißt, wenn man ganz genau weiß, dass es erschwerlich wird, das gesamte Wasser rauszuholen, das wird nicht funktionieren, dann reinigt man oder beziehungsweise schöpft man so viel Wasser raus, wie viel in den Brunnen hineinpasst. Das heißt, wenn man diejenigen, die das dann gebaut haben, die wissen, okay, da passen 300 Liter rein, dann holen sie 300 Liter nur raus und damit ist das Wasser auch rein, auch wenn das Wasser, was danach kommt, sozusagen das den Brunnen wieder füllt. Und mit der Unreinheit des Brunnens, also wann urteilen wir mit der Unreinheit des Brunnens? Und zwar vom Zeitpunkt des Hereinfalles oder des Hereinfallen der Unreinheit. Das heißt, wenn die Unreinheit hineinfällt, dann von diesem Zeitpunkt urteilt man mit der Unreinheit des Brunnens. Ja? Und er wiederholt den Wudu, das ist sehr wichtig jetzt. Er wiederholt den Wudu und wäscht alles, was mit diesem Wasser in Kontakt kam, nach dem Unreinwerden. Das heißt, wenn man ganz genau weiß, okay, zu diesem Zeitpunkt ist es dann unrein geworden. Man hat damit seine Kleidung gewaschen, seine Wudu gemacht, dann wiederholt man seine Gebete. Und
das, womit das Wasser in Kontakt kam. Es kann aber auch sein, es kann sein, dass das Tier im Brunnen stirbt und man weiß nicht, wann es hereingefallen ist. Was ist das Urteil? Also, wie handelt man jetzt hier im Madhab, wenn man nicht weiß, wann das Tier hineingefallen ist? Sie sagen und unterscheiden es an dem Merkmal, ob es aufgebläht ist oder nicht aufgebläht ist. So sagen sie, wenn es nicht aufgebläht ist oder aufgelöst ist, dann wird mit der Unreinheit des Brunnens mit einem Tag und einer Nacht geurteilt. Und er wiederholt die Gebete von einem Tag und einer Nacht. Wenn er davon Wudu gemacht hat. Und er wiederholt die Waschung aller Sachen, die mit diesem Wasser innerhalb dieser Zeit in Kontakt kamen. Das heißt 24 Stunden. 24 Stunden ab der Feststellung. Er sieht, okay, das Tier ist aufgebläht. Dann wiederholt er in den letzten 24 Stunden, wenn er mit diesem Wasser Wudu gemacht hat, alle Gebete und wäscht alle Sachen neu. Wenn er aber das Tier nicht, wenn er das Tier aber aufgebläht vorfindet, davor haben wir geredet, nicht aufgebläht, nicht aufgelöst. Wenn er aber das Tier jetzt aufgebläht vorfindet, so sagen sie, 3 Tage und ihre Nächte. Das heißt 72 Stunden, die letzten 72 Stunden holt er alles nach und wäscht sozusagen alle Kleidungen oder alle Sachen, die mit diesem Wasser in Kontakt kamen. Dann noch, was auch wichtig ist, wann wird der Brunnen nicht unrein? Also in welchen folgenden Situationen? Sie sagen, wenn zum Beispiel bestimmte Exkremente von Tieren hineinfallen, zu diesen Exkrementen gehören vom Schaf, der Gazelle, des Kamels, des Pferds, des Esels, des Maultiers, der Kuh und des Büffels. Wenn davon wenig hineinfällt, dann wird das nicht unrein. Das ist als Erleichterung. Aber es kann sein, dass es unrein wird. Wann? Wenn es viel wird. Und wie definieren Sie viel? Sie sagen, sodass kein Eimer davon ausgenommen wird. Das heißt, beim Ausschöpfen, dann wird es unrein. Bedeutet, eine Person steht am Brunnen und holt einen Eimer Wasser raus. Dann erkennt er, okay, da drinnen ist Kot von diesen Tieren, die ich gerade genannt habe. Zum Beispiel einer Kuh oder was auch immer. Und dann schöpft er ein zweites Mal, dann sieht er, okay, das ist wieder rein. Das ist wenig. Aber sagen wir zum Beispiel, er schöpft 15 Mal hintereinander weg. Und jedes Mal, wenn er etwas ausschöpft an Wasser, dann erkennt er, okay, da ist es mit Exkrementen sozusagen befleckt, dieser Tiere, dann wird das unrein. Und genauso auch von Raubvögeln. Also Exkremente von Raubvögeln. Warum? Aufgrund der starken Notwendigkeit, weil es aus der Luft, weil sie sozusagen ihre Exkremente aus der Luft fallen lassen. Ja? Und auch so die Exkremente der Maus. Immer noch mit dem Hinweis wenig und viel. Dann, wenn darin reine Dinge fallen und zum Beispiel auch Exkremente von Tauben oder Vögeln, ja, davor haben wir über Raubvögel gesprochen, dann wird das auch nicht unrein. Und auch dann, wenn darin Tiere hineinfallen, die nicht durch ihr Tod unrein werden. Das heißt, es gibt bestimmte Tiere, die Tiere unterteilen sich in verschiedene Gruppen, manche davon. Sie werden durch ihr Tod, wenn sie sterben, direkt unrein und manche, die werden nicht unrein. Und von denjenigen, die nicht unrein werden, auch wenn sie so gestorben sind, dazu gehören Fliegen, Skorpione und was kein fließendes Blut hat, das heißt Insekten und so weiter und so fort. Die haben kein fließendes Blut, wie zum Beispiel eine Kuh oder ein Schaf. Diese Tiere werden nicht unrein, wenn sie verstorben sind. Wenn die auch reinfallen, ist auch kein Problem. Genauso auch, was geboren wird und im Wasser lebt, wie zum Beispiel Fische, Krebse, Frösche. Diese verunreinigen auch nicht den Brunnen. Auch wenn darin ein Mensch oder ein Vogel oder ein Tier, dessen Fleisch man essen darf, hineinfallen, mit zwei Bedingungen. Erstens, keine Unreinheit auf seinem Körper sich befindet. Und anschließend lebendig hinausgeht. Und anschließend lebendig den Brunnen verlässt. Ja? Dann wird das auch nicht unrein.
Wenn aber zum Beispiel jetzt ein Schwein hineinfällt, ein Schwein, dann ist das Herausholen des gesamten Wassers verpflichtend, gleich ob es lebendig oder tot hinausgeht, weil der Schwein an sich unrein ist. Das ist an sich unrein und man muss das gesamte Wasser herausholen. Und damit kommen wir zum Ende bezüglich der Reinigung des Brunnens, wenn darin eine Unreinheit hineinfällt. Und damit sind wir auch, Alhamdulillah, fertig mit dem Kapitel Wasser. Und das nächste Mal machen wir dann, inshallah, At-Tayammum. Das heißt, die Ersatzwaschung, die der Muslim macht. Wie macht der Muslim Ersatzwaschung? Und das ist dann ein Thema, weil natürlich Reinigung des Brunnens betrifft nicht viele Muslime. Und ich glaube auch nicht euch. Aber es ist interessant halt zu wissen, wie sie so bestimmte Sachen erklären und so weiter und so fort. Und wenn man halt dann, es kann sein, dass man halt auch damit in diese Situation kommt, man weiß ja nie, dann weiß man, wie man vorangeht. Und was das nächste Thema anbetrifft, das wird sehr viele betreffen. Oder das kann sogar jeden betreffen. Bezüglich der Ersatzwaschung, At-Tayammum, wie macht man das? Weil es kann sein, dass man vielleicht kein Wudu machen kann aufgrund einer Verletzung oder ähnliches. Und dann lernen wir, okay, der Muslim hat einen Ersatz, der kann da sozusagen dadurch den Tayammum nutzen, weil er kein Wasser hat oder ähnliches und dann kann er damit beten. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah subhanahu wa ta'ala. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir oder ist Shaitan. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.